Unter der Woche war DFB-Pokal. Für Bayer Leverkusen ging es in dieser Karriere gegen den VfL Bochum. Und mit dem 1:0-Sieg noch weitere Erkenntnisse für den Trainer. Also, erstens, Boniface hat sich gegen Schick durchgesetzt. Und zweitens, was die Taktik angeht, ist überhaupt nichts sicher, denn da wird immer noch rumgebastelt. Und heute gegen Hoffenheim soll es mit Gegenpressing funktionieren. So hat der Trainer dann wahrscheinlich inzwischen alle Taktiken einmal durchprobiert. Diese Woche gibt es gar nicht so viel zu berichten. Leverkusen im Pokal weitergekommen. Ich würde jetzt nicht sagen souverän, aber überzeugend. Jetzt geht's gegen Hoffenheim und das bedeutet gegen einen direkten Tabellennachbarn. Wer hier gewinnt, der ist oben dran an der Champions League. Wir haben wieder nur 2 Tage Zeit. Das heißt, in der Mannschaft steht aktuell alles auf totale Fitness, zumindest für die Stammspieler. Nachrichten gibt's auch keine. Und über die Taktiken und Trainer habe ich mich in der letzten Folge ausgiebig ausgelassen. Das hier ist Hoffenheim. Die haben wohl auch Pokal gespielt, sind ein bisschen platt. Soll mir recht sein. In einem 5-3-2. Bei Leverkusen fliegt der Schick wieder raus. Sonst tut sich nichts. Erstaunlicherweise sind die Stammspieler alle fit und die Reservespieler nicht. Aber ich habe mir geschworen, nicht mehr in den weißen Trikots zu spielen. Das war irgendwie, war nicht mehr zu hell. Spielen wir mal gegen gelbe Hoffenheimer. Bei denen ist der Berichter ziemlich gut drauf. 4 Tore in 3 Spielen. Ja, das wollen wir heute aufhalten. Bei leichtem Regen in Hoffenheim. Ist Leverkusen darum bemüht, erstmal Ballkontrolle zu gewinnen und dann schnell auch mal nach vorne zu kommen. Hofmann, ah, der wird gehalten. Nein, Nachschuss. Was? Würz schießt daneben. Das gibt's ja nicht. Aber fängt ganz gut an. Leverkusen mit viel Ballbesitz, kontrolliert. Den muss er machen. Das war eine erste Chance für Hoffenheim, aber auch nichts Gefährliches jetzt. Ja, es gab schon Chancen auf beiden Seiten. Jetzt Leverkusen mal. Oh, abgefälschter Ball. Halbe Stunde rum. Naja, Tor wäre ganz gut. Oh, da ist die Lücke. Oh, was für eine Bombe. Meine Güte. Und das ist schon wieder der Berisha. Ja, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Tor für Hoffenheim. Gute Freistoßchance jetzt. Ob Hofmann das drauf hat? Ja, war gar nicht so schlecht. Da geht's aber wieder auf die andere Seite. Das ist ein überraschend munteres Spiel. Hier kommt wieder Hoffenheim. Vorsicht. Oh. Das war Tapsoba in höchster Not vor Anton Stach. Starke Grätsche. Halbzeit, steht 1:0. Naja, dass Hoffenheim da getroffen hat, naja, gut, das kann mal passieren. Hier sehen wir es, 4:2 Torschüsse. Also eigentlich erstmal gar kein Grund für den Trainer, irgendwas zu ändern von Bayer Leverkusen. Aber mit Beginn der zweiten Halbzeit ändert sich das Blatt irgendwie. Also, Hoffenheim hat den Ball und gibt ihn auch nicht mehr her. Die kontrollieren sich da ein ums andere Mal rund um den Strafraum rum. Und kein Leverkusener kommt dran. Das geht die ganze Weile so, bis der Beste das Tor fällt. 2:0. Mann, ey. Und zum zweiten Mal haut Hoffenheim so eine Granate da hinten rein. Hier mit Hyper-Motion-Gewitter und allem. Das war halt die letzten Spieltage nicht so. Jetzt ist Boniface ganz alleine, ja. Sache ist die, dann geht halt Boniface ganz alleine. Scheitert, aber der Nachschuss, das ist Hofmann, jawohl. Das ist wichtig, dass die Antwort jetzt direkt kommt. 66. Minute, es ist noch ein bisschen Zeit. Jungs, freut euch mal nicht zu lang. Steht 2:1, ihr liegt hinten. Boniface hat das ganz gut gemacht, ganz alleine. Und dann hat Hofmann Glück, dass er da zum Nachschuss kommt. Frei auf dem Tor. Ja, 2 Gegentore gab es tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr für die Mannschaft. Und da ist es gut, dass jetzt direkt die Antwort kommt. Jetzt müssen sie zeigen, was sie drauf haben. Aber weiter, Hoffenheim mit so viel Ballkontrolle und hintenrum, dass wir da gar nicht drankommen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man da nur 5 Minuten spielt, dann kommt man nicht zu genügend Chancen. Nein, abgefälscht, 3:1. Ah, wie ärgerlich. Blöde abgefälscht das Ding und die schöne Aufholjagd schon wieder ein bisschen im Eimer. Mann. Naja, dann kommt halt Patrick Schick. Mal sehen, ob der noch was bringt. 20 Minuten bleiben noch. Wie schwach kann man denn sein? Ey, Mann! So ein Fehlpass von Tah in gefährlicher Situation und Tapsoba macht einen falschen Laufweg. Aber macht seinen Fehler dann wieder gut. Gibt nochmal Ecke für Hoffenheim. Mann, Mann, Mann. Ecke kommt rein. Jetzt weg damit. Los, wir haben noch auf Kontern gestellt. Jetzt müssen wir nochmal zeigen, wie schnell sie geht. Wer ist das? Adli. Adli, der ist schnell. Ja, jetzt kontern wir. Guck mal. 3:2. Es ist noch Zeit.
Komm, holt euch den Ball, macht weiter. Also das mit den schnellen Kontern funktioniert bei Leverkusen ganz gut. Warum aber heute die Abwehr nicht auf der Höhe war und 3 Gegentore reingelassen hat? Naja, verbuchen wir das mal als unglücklich vielleicht. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also wir sind jetzt in den letzten 5 Minuten. Leverkusen kommt nochmal. Und der war doch Meter im Abseits. Mann, das muss man doch sehen. Letzte Wechsel. Vielleicht hat Leverkusen ja nochmal eine Chance. Aber Hoffenheim ist viel zu ballsicher. Die lassen da keinen mehr ran. Jetzt ist die Zeit vorbei. Komm schon. Ja. Einwurf Hoffenheim, das wird's gewesen sein. Spiel nach vorne. Nein! Ach, Ende. 3-2 verloren. Was ist denn das? Aber wenigstens war es ein unterhaltsames Spiel. Und so mega viele Vorwürfe kann ich meiner Mannschaft doch gar nicht machen. 2 so Granaten und ein abgefälschter Ball. Das kann halt mal passieren. Denn mehr war das von Hoffenheim auch nicht. 4 Torschüsse überhaupt nur. Leverkusen mehr Torschüsse, zu wenig Passspiel. Und zu ungenau. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Also, wir müssen einfach ein bisschen souveräner werden. Das wirft Leverkusen um einiges zurück. Jetzt wieder Platz 7. Hoffenheim auf Platz 5. Die haben jetzt 18 Punkte. Ich habe mir vorgenommen, immer die anderen Spieler auch zu zeigen, weil die sind ja auch in echt die Ergebnisse. Also, Stuttgart gewinnt in Heidenheim 1-2. Mainz gegen Leipzig 2-2. Köln, Augsburg 2-1. Union Berlin, Eintracht Frankfurt 2-2. Das 3-2 von Hoffenheim gegen Leverkusen haben wir gesehen. Freiburg verliert gegen Gladbach. Der BVB hat Bayern München geschlagen. Das ist natürlich geil, denn dann bleibt es da oben ein bisschen spannender, wenn wir es irgendwann mal schaffen, da noch dran zu kommen. So, dann schaffen wir es vielleicht noch. Und es fehlen noch die Spiele von Darmstadt gegen Bochum und Wolfsburg gegen Bremen. Ganz unten übrigens Bochum, Darmstadt und Heidenheim. Und weil wir gerade den Berisha mit seinem Lauf gesehen haben, hier sind die Torschützen der Bundesliga. Also, Becker von Union Berlin, 11 Tore in 10 Spielen. Danach Füllkrug, Quanchara, Werner, Coman, Berisha jetzt auf Platz 6. Wo bleibt Leverkusen? Da unten Hofmann mit 4 Toren. Das ist der beste Torschütze in der Bundesliga. Oh weia. Dafür aber Boniface in der Euroleague. 2 Spiele, 4 Tore. Das sieht um einiges besser aus, denn da geht's demnächst weiter. Diesmal haben wir 4 Tage Zeit und am Donnerstag dann das Rückspiel gegen Hecken. Das Gute ist, wenn wir da gewinnen, dann haben wir da einen ganz großen Schritt gemacht und haben 2 so Auslaufspiele, die ich immer ganz gerne mag, um irgendwie der zweiten Garde nochmal ein paar Spiele zu gönnen. Also, nächstes Spiel, höchste Konzentration. Bis dahin, zum nächsten Mal. Bis dahin.